Ja, unsere Rundreise durch Skandinavien beginnt auf Bornholm quasi. Und eines der ersten Gesteine, das man sich hier angucken kann, ist dieser Sandstein, ein relativ alter Sandstein aus dem Kambrium. Der ist 540 Millionen Jahre alt. Das ist aber gar nicht das Besondere. Das Besondere daran an diesem Gestein ist, dass es ein Sedimentgestein ist und dafür ist es eigentlich ziemlich groß. Es ist nach dem Geotopschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern sogar ein geschützter Landschaftsbestandteil, da es eine Kantenlänge von größer als 1 Metern hat. Was hier besonders ist, ist, dass an der Oberfläche diese parallelen Gletscherschrammen zu erkennen sind und dass diese Fläche auch sehr glatt ist. Und das deutet darauf hin, dass dieses Gestein eingefroren im Gletscher transportiert wurde. Also in dem Fall müsste man sich vorstellen, umgedreht und mit der Seite dann über den Untergrund bewegt. Daher so schön platt und daher auch diese parallelen Schrammen. Dieser Sandstein kommt auf der Insel Bornholm vor und Bornholm hat eine sehr diverse Geologie. Neben diesem Sandstein gibt es die Gesteine, die dann hier zu sehen sind. Das sind granitische Gesteine unterschiedlichster Art. Man kann im Detail an bestimmten Merkmalen erkennen, dass das eben Granite von der Ostseeinsel Bornholm sind. Und da sehen wir dann auch das Alter der Gesteine. Da sind wir jetzt schon bei 1,4 Milliarden. Das sind also relativ alte Gesteine, aber nicht die ältesten. Wir werden noch ältere Gesteine später sehen. Auf geht's zur nächsten Station.